Herzlich willkommen, liebe Freunde, bei X-Train 24, Ihre Einkaufswelt für Modelleisenbahnen und Zubehör. Mein Thema heute kurz und knapp: Glühlämpchen sind out, LED sind in. Und damit bin ich schon mittendrin bei meinem heutigen Thema. Begleitend dazu möchte ich Ihnen auch die passenden Produkte aus dem Hause Fiesmann vorstellen, mit deren Hilfe Sie mit Sicherheit Ihre LEDs zum Leuchten bringen. Wofür steht LED? LED ist das Kurzwort für Light Emitting Diode, zu Deutsch lichtaussendende Diode. LEDs haben viele Vorteile gegenüber den herkömmlichen Glühlampen. Sie sind langlebig, haben nicht nur einen geringeren Stromverbrauch, sondern auch eine wesentlich kleinere Bauform. So werden Lampen und Signale noch filigraner und das bei gleicher Lichtausbeute. Im Gegensatz zu einer Glühlampe, welche das gesamte Spektrum des Lichts aussendet, leuchtet eine LED nur in einem schmalen Spektrum des sichtbaren Lichtes, wenn sie von Strom durchflossen wird. Außerdem kann man, je nach chemischer Zusammensetzung des Halbleitermaterials, die Farbe des Lichtes der LED ändern. So ist es möglich, verschiedene weiße und natürlich auch rote, grüne oder blaue und so weiter LEDs herzustellen. Und da sind wir ja schon fast ein bisschen bei der Elektrotechnik angekommen und das möchte ich Ihnen auch noch ein bisschen näher bringen. Die Schaltung hinter mir beschreibt symbolisch, wie die einzelnen Bauelemente in einem LED-Stromkreis angeschlossen werden müssen, um eine LED zum Leuchten zu bringen. Man sieht auf der Abbildung drei wichtige Elemente. Eine Stromversorgung, das ist also der Lichttrafo oder irgendeine andere Stromquelle zwischen 16 und 24 Volt. Achtung, niemals 240 Volt nehmen. Dann sehen Sie einen Widerstand und natürlich unsere LED. Eine LED darf immer nur in einer Richtung von Strom durchflossen werden. Also gibt es ein Plus und ein Minus. Vertauscht man die Anschlüsse, sendet sie natürlich dann kein Licht aus. In unserem Stromkreis sehen wir auch einen Widerstand. Warum ist der Widerstand wichtig? Nun, das Leuchten der LED hängt nicht von der angelegten Spannung aus dem Lichttrafo ab, sondern vom Strom, der durch den Stromkreis fließt. Und dieser Strom wird von der Größe des Widerstandswertes bestimmt. Denn ohne verbauten Widerstand würde unwiederbringlich die LED zerstört werden. Sie würde nur einmal aufblitzen und das war's dann. Zum Glück müssen wir uns beim Kauf von LEDs, die als Beleuchtungskörper, Lampen und Signale etc. für den Modellbahn Verwendung finden, nicht um diesen wichtigen Widerstand kümmern, denn dieser ist bereits an der LED vorhanden. Ich zeige Ihnen das jetzt mal, wie das aussieht. Wir haben hier eine LED, auch aus dem Hause Fiesmann, die Anschlusslitze und hier unten finden Sie auch den verbauten Widerstand. Ich hoffe, man kann es sehen. So. Für diejenigen unter Ihnen, die es aber mit dem Widerstand nun ganz genau wissen möchten, müssen wir uns ein wenig mit der Spannung, also den Volt, beschäftigen. Zum Beispiel an einer roten LED fällt etwa 1,8 Volt ab. Diese Spannung ist aber nur wenig vom Strom abhängig, der fließt. Und sie wird als Flussspannung bezeichnet. Elektrofachleute errechnen das dann aus der jetzt hier eingeblendeten Formel. Die bedeutet, bei einer Spannung aus dem Lichttrafo von zum Beispiel 16 Volt, müssen also 16 Volt minus 1,8 Volt gleich 14,2 Volt vom Widerstand in Wärme umgesetzt werden. Aber wie gesagt, das müssen wir in der Regel nicht beachten, da der Vorwiderstand immer mit der LED zusammengebaut ist. Und die Formel habe ich Ihnen auch nur der Ordnung halber gezeigt.
schließt man jetzt die LED-Beleuchtungskörper an den Ausgang des Lichttrafo an, der bis 16 Volt Wechselspannung abgibt, so wird die LED durch die sinusförmige Wechselspannung nur in einer Richtung von Strom durchflossen. Und man nutzt deshalb nur die Hälfte der anliegenden Spannung und erzielt dementsprechend auch nur logischerweise die halbe Lichtausbeute. Dabei gibt die LED kein kontinuierliches Licht von sich ab, sondern nur eine schnelle Folge von Blitzen. 50 Mal pro Sekunde, also die Stromfrequenz, die das menschliche Auge als Flimmern wahrnimmt. Um die volle Leuchtkraft einer LED zu erzielen, muss also die Wechselspannung, ob man es will oder nicht, geglättet werden. Und das wollen wir jetzt einmal ganz praktisch ausprobieren und uns ansehen. Ich habe das wie im Kochstudio schon mal vorbereitet. Ich habe hier den Fiesmann Lichtstrom-Transformator vor mir schon aufgebaut und angeschlossen. Er ist mit drei Ausgängen versehen, farblich. Das heißt, die braune Farbe steht für die Masse, der rote Anschluss oder Abgang für 10 Volt und gelb steht für 16 Volt. Also, und da hier Widerstände dran sind, wie wir gerade gelernt haben, dass das funktioniert, kann ich das mal direkt anschließen, um Ihnen zu zeigen, dass diese LED wirklich flimmert und gar nicht so hell leuchtet. Dann ist es auch recht idiotensicher, möchte ich mal sagen, aufgebaut. Sie haben einen gelben und einen braunen Draht und den müssen Sie nur in die entsprechenden Farben anschließen. Also gelb auf gelb und braun auf braun. So, und da sehen Sie bereits hier, dass diese LED leuchtet, nicht sehr hell, aber naja. So, nun haben wir gelernt, der Strom muss geglättet werden, um also die volle Leistungskraft der LED zu erzielen. Und hier helfen uns und den Modellbahnern die Fiesmann Power Module, die Sie jetzt eingeblendet sehen. Das ist die 5215 und die 5225. Das Power-Modul 5215 kann bis zu 100 LEDs mit Strom versorgen, das Modul 5225 sogar bis zu 200 LEDs. Das sind also recht leistungsstarke Power-Moduls. Ich habe mich natürlich für etwas anderes entschieden. Wäre auch nicht ich, wenn ich wäre. Ich habe mir ein kleineres Power-Modul ausgesucht von Fiesmann mit dem Vorteil, hier sind bereits die Verteilerleisten eingebaut. Und diese Verteilerleisten nehmen 12 Steckplätze auf. Und das ist die Artikelnummer 5205. Bei den eben anderen genannten Power-Modulen benötigen Sie noch extra Verteilerleisten. Also keine Panik, ich nehme die kleineren, alles gut. Auch hier der logische Aufbau. Ich zeige es mal in die Kamera. Eine gelbe und eine braune Litze. Und die schließen wir jetzt genau so an, wie wir das eben mit unserer LED gemacht haben. So, gelb auf gelb, braun auf braun. Ist also relativ einfach, kann gar nichts passieren. So, jetzt ist unser Power-Modul einsatzbereit und startbereit zur Aufnahme der LED, die wir jetzt eben direkt an den Lichttrafo angeschlossen hatten. Und jetzt wollen wir mal ausprobieren, ob das tatsächlich stimmt, dass diese LED heller leuchtet und flackerfrei ist. Ich versuche jetzt mal, die LED jetzt hier ein bisschen zu platzieren und hierher zu legen. So, nun müssen wir allerdings noch was beachten. Diese Steckerleiste hier oben benötigt natürlich entsprechende Adapterstifte, die es ebenfalls im Hause Fiesmann zu kaufen gibt. Ich halte sie mal hier rein. Das ist die 6044. Halt, machen wir mal so, da kann man es besser sehen. Fiesmann Adapterstifte mit der Artikelnummer 6044. So, da sind 25 Stück drin und das sind sehr, sehr kleine filigrane Stifte, die wie folgt, halt, ich muss hier hin, verwendet werden. Man sieht es, glaube ich. So, diese Verteilerstifte, Adapterstifte, Entschuldigung, werden an den Enden, an den Drahtenden der LED reingedrückt. Das geht relativ einfach. Und laut Beschreibung sollen Sie diese Enden dann verquetschen. Ich würde Ihnen das nicht empfehlen. Ich würde das besser sicherheitshalber etwas anlöten.
Das wäre auf alle Fälle sicher, denn beim Quetschen kann sehr viel passieren. Sie quetschen den Draht ab etc. und das funktioniert nicht richtig. Ich kann jetzt hier nicht löten, ich werde jetzt auch hier nicht löten, ich habe sie nur draufgesteckt, um Ihnen das zu demonstrieren. Sie sehen übrigens auch auf dem Power-Modul, ich kann es nochmal ins Bild halten, eine gelbe und eine braune Seite. Also kann man hier gar nicht viel falsch machen beim Zusammenstecken oder beim Stecken auf Ihrer Anlage. So, ich tue das mal wieder hier ein bisschen zusammenhalten, so dass Sie die LED im Blick haben. So, und nun haben Sie nur noch die Aufgabe, braun auf braun, gelb auf gelb zu stecken und dann müsste das funktionieren. Also tun wir das jetzt. Ich besetze den braunen Anschluss und ich besetze den gelben Anschluss. Und siehe da, Sie sehen auch schon jetzt auch optisch den Unterschied, liebe Zuschauer. Diese LED brennt wesentlich heller als vorher und Sie sehen auch völlig flackerfrei. So wollten wir es haben, so muss es sein. Und so können Sie Licht für Licht bei Ihnen anschließen auf Ihrer Anlage und werden auch viel Freude haben. Ich resümiere das Ganze. Alle hier gezeigten Produkte und verwendeten Produkte finden Sie natürlich auch bei uns auf unseren Seiten, liebe Zuschauer. Dort können Sie also auch nochmal die technischen Spezifikationen nachlesen. Oder wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns einfach. Die E-Mail-Adresse ist ja auch bekannt. info@xtrain24.de. Wenn Sie noch eine spezielle Frage haben, würden wir die Ihnen auch gerne beantworten. Ja, und damit sind wir schon am Ende unserer Exkursion von der Glühlampe zur LED und wie man sie bestenfalls anschließt, um die optimalen Ergebnisse zu erzielen. Das war's. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Frank Puttig.